Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Aufnahmesession von Let's Play Europa Universalis 4 mit Großbritannien. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich aufgenommen habe. Lag halt auch an dem Internetausfall und ja, dazu möchte ich erstmal noch kurz was erklären. Und zwar war ich am Internetanschluss meines Hausverwalters die ganze Zeit mit angeschlossen. Ja, hatte halt einfach den Grund wegen, naja, jetzt in meiner Umschulung verdiene ich nicht ganz so viel und da hat er mir das halt angeboten. Ja, habe ich es halt dankend angenommen. Nur hätte er seinen Vertrag halt verlängern müssen, wollte er aber nicht. Deswegen auch der Internetausfall und ich, ja, habe jetzt mittlerweile wieder Internet. Wie ihr schon gemerkt habt an den letzten vier Videos, die rausgekommen sind. Ja, die habe ich allerdings aufgenommen an dem Samstag, an dem ersten Tag, wo mir das Internet ausgefallen ist. Ja, jedenfalls habe ich jetzt mein eigenes Internet. Oder meinen eigenen Internetanschluss, besser gesagt. Ja. Und es läuft alles auch besser, sagen wir mal so. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, beim letzten Mal habe ich ja gesagt, naja, man könnte sich erst um die Bretagne kümmern und dann zu den Bengalen fahren und die plätten. Na, ist vielleicht nicht ganz so die allerbeste Idee, weil ich gesehen habe, wir haben schon 1619. Da würde ich jetzt schon mal anfangen mit Indien. Ja, ich habe hier gerade eine blöde Fliege, die mir da vor dem Bildschirm rumrennt. Rumfliegt. Rumrennt, ja. Ne, weil Fliegen auch rennen, genau. Aber ich werde heute, glaube ich, auch nicht allzu lang aufnehmen. Da, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich höre auf dem linken Ohr zurzeit nichts. Und ich habe leichte Kopfschmerzen. Naja, gut. Was will man machen? Aber ihr wollt doch bestimmt auch eure Videos. Von daher machen wir das halt mal. Dafür wird die Aufnahmesession, wie gesagt, nicht so lang. Und ehe ich jetzt noch 3000 Mal dasselbe erzähle, werde ich, glaube ich mal, sofern mich die Fliege lässt, meine Leute runterschippern. So, erster Zwischenstopp. Na, erster Zwischenstopp. Gabun. So. Und ja, das Ganze kann jetzt ein bisschen dauern. Das hat schon so seine Gründe. Also bis alle dort unten sind. Die könnte ich ja schon mal nach Cornwall laufen lassen. Die schon mal hier rüber. Und die schon mal in die Akte sieden. Loyale Untertanen. Ist ganz nett, weil wir ja gerade Frankreich integrieren. Machen wir. Fliege, geh weg vom Monitor. Ah ja. Jetzt werden sie repariert, unsere Schiffe. Yay, 50 Admin macht. Hier mal noch kurz reinschauen. Ja, gut, okay. Was ist eigentlich hier mit? Da haben wir niemanden. Leider. Leider, leider, leider. So,
Dann holen wir mal die nächsten Truppen. Es sind nur adlige Rebellen. Ist jetzt nicht so das Problem. Ja, okay. Schön. Wie weit ist denn eigentlich? Nur noch bei 32%. Nett. Goldfieber. 1483 Dukaten. Wow. Okay, die sind noch nicht repariert, die Schiffe. Das war der Grund, warum ich eigentlich pausieren wollte. Yolngu ist aber fertig. Sehr schön. Da ist noch keiner. Nun denn. Senden wir mal einen Kolonisten hin. Ja. Ich schau gleich. Nur ein auslaufender Casus Belli, okay. Eine Priesterjagd, ah ja. Oh. Oh, Minang ist auch fertig. Sehr schön. Wo gehen wir dann mal noch hin? Moment, hatten wir hier nicht noch eine Provinz zu kolonialisieren? 3, 3, 7. Die grenzt auch an. 4, 6, 9. 4. Gut, dann nehmen wir diese hier. Ja. Huch, das war ein bisschen weit. Wow. Okay, lesen wir uns gleich durch. Australien, juhu. Sehr schön. Und bevor ich das jetzt durchlese, werde ich nicht? Das sind nur drei, das sind auch nur drei, drei. Aber hier unten eine Kolonie zu haben, wäre schon nicht schlecht. Also machen wir das mal. So. Und dann würde ich die mal noch runterschicken. Nach Gabun. So. Und dann. Ausgeweiteter Einfluss auf den anglikanischen Glauben. Andere Glaubensbrüder schlossen sich unter unserem Banner für den wahren Glauben zusammen. Unser Einfluss als Verteidiger des Glaubens ist dadurch erheblich gestiegen. Wir sind ein Verteidiger des Glaubens der Stufe 2. Wieso wieder nur noch Stufe 2? Und das hatte ich auch schon mal vorgelesen. Okay. Moment. 1, 2, 3. Ich muss noch mal kurz was gucken. Ja. 5. Ah, okay, dann weiß ich, wer weggefallen ist. Ja. Ich glaube, Flandern war das. Nee, hä? Was? Hä? Okay. Wieso auch immer diese Meldung jetzt dann kam. Muss man nicht verstehen. So, jetzt haben wir auch das hier durch. 10% Handelssteuerung. Sehr nett. Aber ich werde damit noch warten, bis unsere Kolonisten angekommen sind.
In den jeweiligen Provinzen. Osmanen sehen uns nicht länger als Rivalen an. Okay. Die Osmanen sind nicht länger ein gültiger Rivale für uns. Okay. Dann werden wir mal das Embargo aufheben und uns einen neuen Rivalen suchen. Nein, nein. Ja, die Bengalen. Das hört sich doch nach einer guten Entscheidung an. Die Bengalen. Ach ja. Und die Universität. Juhu. Yay. Sehr schön. Ach so, ja, das sollte ich vielleicht auch noch mal was machen. Bengalen. Embargo verhängen. So. Dann werden die erstmal hier hochlaufen. Okay. Einer unserer Generäle ist leider verstorben. Was will man machen? Sehr schön. Dann wird es jetzt Zeit für die nächste Reise. Nach Inhambane. Oder so ähnlich. Nun gut. Ja, und sind die denn schon? Noch nicht ganz, nein. Also zwei sind noch nicht da. Nun gut. So, dann werden wir das halt jetzt mal fördern. Ein weiterer Händler. Das können wir dann noch machen. Uns noch einen weiteren Händler holen. Sehr schön. Dann haben wir zwei Händler. Wo könnten wir diese denn einsetzen? Von hier leiten wir noch nicht weiter. Und von wo leiten wir denn noch nicht weiter? Ach so, ich weiß, wo wir weiterleiten könnten. Zwei, drei, vier, fünf. Okay. Ungefähr fünf müssten wir dafür noch haben. Moment, in den Ärmelkanal. Ich verfolge das gerade mal rückwärts. Geht das von hier? So. Ich will nämlich nicht durch den. Naja, durch den Suezkanal geht ja eh noch nicht, aber ich will nicht durchs Osmanische Reich durch handeln. Habe ich ehrlich gesagt nicht so die Lust dazu. Sehr schön. Oh, die Silberne Kompanie ist uns jetzt bekannt. Ihr lauft mal kurz da runter. Und ihr fahrt mal bis dahin. Und ja, das ist ein großer logistischer Aufwand.
Oh, 200 Kirschen macht. Mehr Missionarstärke. Ja. Bessere Galeeren. Wozu auch immer ich das brauchen sollte. Und wir könnten das hier mal machen. Sechsunddreißig. So rum wäre mir aber lieber. So. Oh. Flotte ist ja schon da und einsatzbereit. So. Ich muss nur noch mal ganz kurz ein was gucken. Bengalen. 37.000. Acht. 37 plus 8. 45. 45. 45. 90. Delhi habe ich noch nicht entdeckt und Malwa auch noch nicht. 90 plus Delhi und Malwa. Delhi und Malwa. Haben wir die denn hier schon? Nein. Delhi ist aber auch immer sehr stark. Und wenn die so schon immer, wenn die so schon 90.000 Truppen haben. Da muss ich echt mit meiner ganzen Armee dort unten aufkreuzen. Rotz. Naja, was will man machen? Bengalen haben uns rivalisiert, ja, von mir aus. Bis wann sollen die Integration noch dauern? Bis August 67. Aua. Aber gut, Frankreich ist auch nicht gerade klein. Nun gut, werden wir noch ein klein wenig warten, bis wir den nächsten runterschiffen nach Gabun. Ja. Kirschenmacht. Ja, Kirschenmacht. So. Bitte auf die Schiffe. Und auf geht's nach Gabun. Ach ja. Was soll ich dazu noch sagen? Außer dass ich keine Ahnung habe, wie ich da drüben, wo ich die lagern soll, die Truppen, sozusagen. Wo ich die hinstellen soll.
Mehr Merkantilismus, bitte. Und Traungau. Missionieren, sozusagen. Ja, missionieren. Sehr schön. Nun gut. So, die ersten werde ich natürlich hier hinstellen. Nur, wo werde ich dabei die anderen hinstellen? Weil da oben werden ja keine 104.000 Truppen draufpassen. Nee. Nicht mal zwei Armeen können dahin. Aber die Bengalen haben gerade Krieg gegen Vijayanagara. Und Jaunpur. Wie, so wie mir das scheint. Ja gut, 99%. So, aber jetzt mal ernsthaft, wo soll ich die hinstellen? Ah. Müll. Ah. Aha. Ja, nehmen wir erstmal das hier. Oh. Wo soll ich das die Truppen denn am besten hinstellen? Jetzt mal ernsthaft. Fünfzig Diplomacht verlieren. Okay. Mann. Ja, das könnte ich machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Hier sind sie. Fliege, hör auf zu nerven. Ja, wir werden den ganzen Part damit beschäftigt sein. Dänemark ist gewachsen. Sehr schön. So, jetzt habe ich halt zwei Ideengruppen im Kopf. Nur welche nehme ich zuerst? Wir machen 37 Dukaten. Von was machen wir denn im Moment von der diplomatischen? Huch, Entschuldigung, jetzt bin ich aus Versehen ans Mikro gekommen. Unser Thronfolger ist einfach nur zum Kotzen. Ich glaube, ich werde hierauf gehen, damit es ein bisschen ausgeglichener ist. Und werde
dann mal noch ein was schauen. Und zwar. Handelseffizienz und Handelssteuerung. Sehr gut. Händlerhandelssteuerung. Missionarstärke produzierte Güter im Inland. Und was kriegt man hierbei? Einheitenlimit, Koloniewachstum, Moralarmee, Moralregeneration, Rekrutenreserve, Manöver, Armeeanführer. Nehmen wir die. Wie weit waren wir noch im Voraus? 10 Jahre. Mehr Rekrutenreserve, bitte. Huch. Ach so, ja, ich muss ja eher auf meine Flotte warten. Hätte ich sie vielleicht doch eher nach Akta stellen sollen. Na gut. Kannst mich mal was mal ein Reich. Was könnte man denn jetzt noch kolonialisieren eigentlich? Haben wir ja irgendwo noch ein. Da unten haben wir noch ein einer. Die Molukken. Vielleicht noch eins hier irgendwo zwischendrin. Na. Drei. Ja, das wird jetzt ganz lustig. Sieben. Oh. Okay. Sieben. Fünf. Drei. 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 Fünf. Sieben. Acht. Acht, 13. Machen wir eindeutig hier weiter. Ja, hier oben waren unsere Schiffe. Im Skagerrak. Dann bitteschön.